Oh ja, du bist ein braver Hund. Du bekommst gleich auf jeden Fall noch ein Leckerli. Oh Mann. Und Emily, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Du sitzt die ganze Zeit nur auf dieser Liege rum. Ja, weil ich das heute mal darf. Weißt du nicht, was für ein Tag ist? Was für ein Tag? Was soll denn heute für ein Tag sein? Ja, dann frag doch mal Leo, weil Leo hat heute entschieden, dass ich chillen kann. Mal gucken, was Leo? heute deine Aufgaben sind. Warte mal, Leo hat entschieden, dass du hier einfach im Garten chillen darfst und seit wann darf der das entscheiden? Ich glaube, du solltest ihn besser mal selber fragen. Der Leo-Tag? Aber du hast doch gar nicht Geburtstag. Und was bedeutet das? Könnt ihr beide mich mal aufklären? Das bedeutet, dass Leo heute alles entscheiden darf und heute der König ist. Siehst du doch an seiner Krone, Lami. Ach so, also ist Leo für 24 Stunden heute der König. Aber, hey Freunde, ich bin Slami, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und Leute, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal und aktiviert rechts daneben die Glocke, Freunde, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst und immer eine Benachrichtigung bekommt. Und Freunde, dann sind wir gemeinsam als Community auf dem Weg zu den 50.000 Abonnenten. Also wie gesagt, einfach den Kanal abonnieren, das würde mich mega freuen. Gebt dem Video auch einen Daumen nach oben und kommentiert was Liebes mit dem Hashtag LamiArmy oder auch mit dem Hashtag TeamEmily. Du Faulenzer oder auch mit Team Oh ja, oder auch mit Team Leo. Freunde, und ihr habt in die Kommentare geschrieben, dass wir auch mal so einen Tag für Leo machen sollen, also so einen Königstag. Also Leo ist anscheinend heute für 24 Stunden unser König. Und warte mal, Leo, du hast entschieden, dass Emily heute chillen darf? Und du musst alle Aufgaben für mich machen. Du bist heute mein Diener. Ich bin dein Diener, aber das ist unfair, wenn Emily hier sich ausruhen darf und ich muss alle Aufgaben machen. Ja, Lami, was soll ich machen? Leo ist halt heute der König und Leo hat das so entschieden. Du hast ihn bestimmt gefragt, oder? Das hast du dem gesagt, dass du hier so chillen darfst und ich alles machen muss, oder? Stimmt es, Leo? Oh Mann, Emily, das bekommst du auf jeden Fall zurück. Naja, dann wird es heute ein Vater-Sohn-Tag. Und Leo, was ist die erste Aufgabe? Okay, ist ja gut. Grillen, das mache ich gerne. So, dann müssen wir einmal hier die Kohle rausnehmen. So, drei Stück. Ein Pfannenwender. Dann die Bratwurst. Und warum schnüffelt der Hund wieder an mir? Ich habe doch gar nichts gemacht. Okay, so, einmal so. Noch diese Kohle hier rein. Dann anheizen einmal und die Bratwurst links und Bratwurst rechts. So, ich glaube, der Hund will auch was zu essen. Kann das sein? Oh Mann. Okay, und Emily, du hast Glück, dass du hier chillen darfst und ich muss alle Aufgaben machen, oder? Ja, Lami, aber ich wäre dafür, dass du mir auch ein paar Würstchen machst, weil, oh, mein Magen knurrt schon ganz schön. Leo, was sagst du dazu? Warte mal, stopp mal. Nein, nein, nein. Leo trifft seine eigene Entscheidung und ich nehme keine Befehle von dir an, Emily. Oh Mann, was soll das denn? So, ich muss hier die Bratwurst mal wenden. So, okay. Leo, weißt du denn eigentlich schon, was du heute noch so machen willst? Ganz viel Spaß haben und vielleicht mit einem Jetski Jetski fahren? Wo willst du denn Jetski fahren? Naja, hier eine Bratwurst und eine Bratwurst für den lieben Hundi. Und Emily, deine Bratwurst kannst du dir selber grillen. Okay, dann wird es halt die beste eigene Bratwurst, die ich mir mache. Ach, du kannst doch gar nicht grillen. Okay, Leo, wir haben jetzt gegrillt. Was ist dein nächster Wunsch? Ich hab Hunger auf Nachtisch. Auf Nachtisch? Aber ich glaube, wir haben keinen Nachtisch. Süßigkeiten? Okay, ich glaube, ich habe da eine Idee. Einen Moment, komm mal mit. So, ich glaube, hier in dieser Kiste befinden sich noch ein paar Diamanten. Oh ja. So, dann komm mal mit, dann kaufen wir dir Süßigkeiten. Und zwar bei der Bäckerei. Und let's go! Ich will Oreo und KitKat haben.
Oreo und KitKat. Okay, das bekommst du. Freunde, mögt ihr eigentlich auch so Süßigkeiten? Also zum Beispiel jetzt, wie Leo sagt, Oreo oder KitKat. So, wir möchten einmal Süßigkeiten kaufen. Oh, okay. Für den kleinen süßen Leo, oder was? Oh ja, für den Leo. Oh ja, ich möchte KitKat und Oreo. KitKat und Oreo, okay, das sollst du haben, mein Süßer. Und weißt du was? Das geht heute mal aufs Haus. Oh, das ist ja mega nett. Bedank dich, Leo. Oh, danke schön. Oh Mann, so, dann nehme ich mal einmal ein Oreo und einmal KitKat. So, Leo, dann bitteschön einmal für dich. Da hast du deine leckeren Süßigkeiten, aber nicht zu viel davon essen, okay? Okay, versprochen, aber ich habe noch einen Wunsch. Noch einen Wunsch? Was wär's denn? Ich will spielen. Ganz, ganz viel mit Spielzeuge. Mit Spielzeugen? Aber du hast doch genug zu Hause. Ich möchte neue haben, okay? Neue? Na gut, dann kaufen wir dir halt neue Spielzeuge. Dann komm mal mit. Ich hoffe, da gibt es überhaupt neue Spielzeuge im Laden. So, einmal für den süßen kleinen Leo neue Spielzeuge kaufen. Und so, wir möchten einmal Spielzeuge kaufen. Ihr kommt hier so reingestürmt. Okay, Spielzeuge haben wir genug da. Du hast Glück, heute kam eine neue Spielzeuglieferung an. Oh Mann, wie cool, Leo. Freust du dich? Oh ja, ich möchte alle haben. Alle? Geht das klar, Herr Verkäufer? Alle Spielzeuge? Wie viel würde das kosten? Alle Spielzeuge? Ich glaube, das macht dann 15 Diamanten. 15? Ich habe genau 15. So, Leo, dann genau, nimm mal alles mit und ich bezahl schon mal. So, bitteschön. Dankeschön. Okay, so, dann hast du alle deine Spielzeuge und wir sind jetzt fertig mit dem Leo-Tag, oder? Habe ich recht? Papa, es geht noch weiter mit dem Leo-Tag. Noch mehr? Was willst du denn noch wünschen, Leo? Und ich meine, die nächsten Wünsche könnte doch vielleicht Emily machen, oder nicht? Mama macht nur langweilige Sachen. Du machst viel coolere Sachen. Ich will Jetski fahren. Warte mal, du meinst das ernst mit dem Jetski? Freunde, wo könnten wir denn jetzt Jetski fahren? Aber, naja, komm mal mit. Ich glaube, ich kann da was besorgen, Leo. Einen Moment. So, ich muss mal ganz kurz hier meinen Kollegen anrufen. So, oh, einmal hier, so. Ich will mal die Nummer und so, hallo? Hallo? Wie kann ich dir helfen, Lami? Was willst du von mir? Kannst du mir vielleicht einen Wunsch erfüllen? Was darf's denn sein, Lami? Also ich bin dir ja sowieso noch einen Gefallen schuldig. Könntest du vielleicht ein Jetski besorgen und das an den Strand liefern? Gar kein Problem, wird gemacht. Was wirklich? Na gut, dann dankeschön. Bitte sehr, tschüss. Leo, du hast Glück, du kannst sogar echt Jetski fahren heute. Oh ja, los ab zum Strand. Oh ja, da hast du recht, da müssen wir jetzt wirklich ab zum Strand. Das ging wirklich noch schnell mit dem Jetski, also dass wir das noch besorgen könnten. Da hast du wirklich Glück gehabt, Leo. So, einmal hier, wir nehmen mal die Abkürzung, so durch den Wald und durch den Müllplatz. Oh Mann, so, einmal hier vorbei und hier stehen sogar zwei Cola-Flaschen, aber die lassen wir einfach mal hier, oder? Nein, ich will eine Cola-Flasche mitnehmen. Ja gut, dann nimm die einfach mal eine mit, so. Ich glaube, das bemerkt, glaube ich, keiner, oder? Okay, dann los, schnell, Leo, bevor irgendeiner kommt. So, okay, jetzt bin ich gespannt. Ist da jetzt wirklich ein Jetski? Aber ich glaube, Leo, hier ist gar kein Jetski. Doch, natürlich, da vorne. Da ist wirklich ein Jetski, Leo. Oh Mann, hier ist eine Kiste sogar. Oh, Leo, schau mal. Du kannst dein Jetski sogar grün umfärben. So, ich gebe dir mal hier die Farbdose. Jetzt mach mal dein Jetski grün. Oh ja, ich werde mein Jetski umfärben. Na gut, dann mach mal und... Oh, das sieht ja mega cool aus. Na gut, ich glaube, das Jetski ist sogar... Oh ja, das Jetski ist vollgetankt, Leo. Ich würde sagen, steig ein. So,
Ich kann sogar als Beifahrer mitfahren. Oh ja, das ist ja mega cool. Aber Leo, pass auf, kannst du überhaupt Jetski fahren? Ja, siehst du doch. Und yeah, Jetski fahren macht mega Spaß. Oh ja, ich glaube, der Leo-Tag war heute ein erfolgreicher Tag, oder? Stimmt's, Leo? Mhm, ich will sowas nochmal machen. Aber ich glaube nicht, dass wir sowas so oft machen können. Naja, Freunde, was meint ihr? Hat euch diese Folge gefallen, wie Leo heute mal für 24 Stunden der König war und wir ihm alle seine Wünsche erfüllt haben? Das habt ihr ja in den Kommentaren vorgeschlagen, dass es so einen Tag für Leo mal geben sollte. Und Leo, pass auf, okay? Ja, das macht so viel Spaß. Oh Mann, Freunde, auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal und aktiviert rechts unten die Glocke. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr morgen beim Video einschalten würdet. Das wäre mega, mega cool. Und das Video wird auch mega, mega cool morgen. Also, ich würde sagen, bis morgen und tschüss.